Was kennzeichnet Künstlerinnen und Künstler, die wir groß nennen? Sie alle zeichnet Einzigartigkeit aus, Unverwechselbarkeit, großes Können, profundes Wissen und Empfindungstiefe sowieso und brennendes Interesse an allen Formen und Erscheinungen von Leben und Welt. So ist eine künstlerische Ausbildung neben dem Trainieren von Fingersätzen, Atemtechnik und dem Tonansatz vor allem immer eine Bildung der Persönlichkeit. Das ist für uns an der Hochschule für Musik Karlsruhe eine wichtige Aufgabe, ein bedeutendes Ziel. Und solche Bildung umfasst notwendigerweise Horizonterweiterungen, Horizontwanderungen, prägende persönliche Begegnungen. Solche Horizonterweiterungen dienen beispielsweise unsere Karlsruher Reden anlässlich der akademischen Feiern zur Semestereröffnung. Und vor allem unsere Karlsruher Meisterklassen schenken den Studierenden wie der Dozentenschaft vielerlei persönliche Begegnungen. Unvergesslich ist die Karlsruher Rede zu Beginn dieses Wintersemesters mit dem Komponisten und Klarinettisten Jörg Wittmann. Wir alle konnten durch Jörg Wittmann erleben, wie persönlich Hörerfahrungen sein müssen. Vor allem aber wurde deutlich, wie stark das musikalische Erleben von einer musikimmanenten Syntax und Grammatik vorangetrieben wird, vor allem aber durch quer dazu stehende Abweichungen, Überraschungen und Grenzüberschreitungen. Jörg Wittmanns Karlsruher Rede hat uns die Ohren geputzt, hat vielerlei in unseren Köpfen in Bewegung gebracht. Diese Karlsruher Rede hat unsere Herzen berührt und unsere Sinne geschärft. Wenig zurück liegt die großartige Meisterklasse für Gesang mit Thomas Hampson. Hier hatten wir alle uns einem international geprägten Maßstab zu stellen, lernten, wie punktgenau all das sein muss, was große Kunst ausmacht. Und das mit Anna Kumatschenko, eine zwar höchst bescheidene, aber zugleich eine der profiliertesten Violinpädagoginnen unserer Zeit, Ende dieses Monats zu uns kommt, ist ein eben solches Glück. Besonders viel Arbeit in der Vorbereitung machte die Meisterklasse mit dem Schweizer Komponisten Beat Furrer, der mit Studierenden unseres Hauses eigene Werke erarbeitete. Beat Furrer kam im Rahmen von Zeitgenuss zu uns, dem Festival für zeitgenössische Musik, das die Stadt Karlsruhe und unsere Hochschule gemeinsam ausrichten. Was für eine Chance, direkt vom Komponisten zu lernen, wie er seine Noten gelesen und verstanden haben möchte, wie er Klänge denkt, wie er Strukturen beim Entstehen des Werks bestimmt hat. Nach allen anfänglichen Mühen bin ich sehr froh, dass ich nur glückliche Kommentare von all denen vernommen habe, die diese Chance der Zusammenarbeit mit Beat Furrer nutzten. Sie alle werden diese Begegnung nicht vergessen. Ich bin sehr dankbar, dass all solche Persönlichkeiten gerne zu uns kommen, dass sie Campus One Schloss Gottesaue in seiner Schönheit schnell schätzen. Ich bin dankbar und froh, dass Studierende wie Dozentinnen und Dozenten, ja alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es als Privileg empfinden, hier studieren, hier arbeiten zu können. Für solches Glück gilt es, gemeinsam zu arbeiten. Es gilt, unsere Hochschule in all ihren Bereichen gemeinsam zu tragen und zu gestalten. Ich selbst arbeite sehr gerne für unser Haus, freue mich über alle Erfolge und danke allen, die hieran mitwirken. Ich wünsche uns ein glückliches, erfolgreiches Wintersemester.